Max, du kommst gerade vom Wasser. Super Rennen. Ich habe es verfolgt von Land. War mega spannend. Ich habe nochmal richtig Gas gegeben heute. Ja, wie ist im Moment deine Gefühlslage? Da sagt man doch immer so. Mensch. Ja, also wir hatten natürlich nach dem gestrigen Tag eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, um weiterzukommen. Wir durften uns aber trotzdem keine Schnitzer erlauben und mussten irgendwie trotzdem einen guten Tag segeln. Ja, ich glaube, das haben wir geschafft. Also erstmal sind wir natürlich alle total erleichtert, weil das war unser Minimalziel, was wir schaffen wollten. Ja, und von jetzt an, glaube ich, ist einfach nur noch, weiß ich nicht, müssen einfach noch mehr genießen, oder einfach jetzt alles genießen, weil ab jetzt wird es alles erst noch richtig geil. Ich meine, wir segeln dann mit Lifeline, wie in den World Series, mit Übertragung, Protestknöpfen. Ne? Genau, die Übertragung, ja, die Boundaries, die Protestknöpfe, all dieser ganze kommt jetzt. Kram, ja. Also es wird nochmal richtig aufregend und wir freuen uns natürlich tierisch, dass wir weiter sind und ja. Ja, das war hier schon immer, wenn man jetzt so rumlief, die letzten beiden Tage hier. Ich meine, am Wochenende war noch ein bisschen, wenn das Heimteam dabei war, kann man hören, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Aber okay, das steht nicht im Fokus. Eigentlich ist alles auf die nächste Woche ausgerichtet beim Muse Cup. Ne? Und ja, ihr seid dabei. Ne? Ich meine, es wird relativ schwierig gewesen sein, weil ihr habt auch gestern oder Paul hat gestern gesagt, im ersten Rennen, wir haben versucht, so ein bisschen kontrolliert, ohne viel Risiko zu starten. Genau, ja. Und heute war das ja wieder, aber wenn es kontrolliert, das ist schwierig, ne? Geht nicht, dann bist du so Letzter, oder? Ja, weiß ich nicht. Also wir sind, glaube ich, heute einfach insgesamt gut gestartet immer. Wir sind immer vorne erste Reihe gestartet. Man sah das von hinten kurz, weil so, man sah von hinten wirklich, wenn das bei euch als erstes immer der Luftschwimmer hochging. Ja, das war ziemlich gut. Also wir haben wirklich, wir sind wirklich total zufrieden mit unserer Performance. Wir haben hier einen riesen Leistungssprung gemacht. Wir hatten nur eine Woche Training auf dem Boot. Teilweise hatten die anderen Teams jetzt zwei Wochen Training. Und ja, ich glaube, wir sind ja einfach ein Team, das hier konstant gut gesegelt ist. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Selbst im letzten Rennen, ich meine... Auch zwei dann der Tonnen oder zwei. Ja, also da geht eigentlich, ich meine, es waren... Wir haben jetzt in der ganzen Quali-Serie haben wir vielleicht 3-4 wirkliche Fehler gemacht, wo wir so Boote dadurch richtig verloren haben aktiv. Aber sonst sind wir wirklich total happy. Und, Wie wird das aussehen, wenn mehr Wind ist, wenn Falling-Bedingungen sind? Wird das dann schwieriger für euch oder eher leichter? Nee, ich würde sagen, also wir können eigentlich alles. Ja. Ich würde aber sagen, dass unsere Stärken sogar eher bei viel Wind sind, weil A sind wir physisch, würde ich sagen, am oberen Ende hier im Vergleich. Du hast auch 10 Kilo abgenommen. Ja, sicher. Guck mal, du bist ein totales Hemd geworden. Okay. Aber trotzdem sind wir wirklich, physisch sind wir echt super fit. Ja. Und im Training, wo wir viel Wind hatten, sind wir auch gut gesegelt bei viel Wind, selbst gegen die Schweden. Da hatten sogar die Schweden dann ihre kleinen Problemchen. Okay. Die ja heute wirklich exzellent gesegelt sind. Und ja, mal sehen, was kommt. Aber wir nehmen alles mit, was geht und ja. Riesen Glückwunsch. Ich würde die Grüße, die besten Wünsche in die Heimat übermitteln. Und ja, toi 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 für nächste Woche. Super, was ihr dahingestellt habt. Ja, vielleicht kann ich noch mal was sagen. Und zwar an die Fans und Freunde und Supporter überall in Deutschland. Und vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das überhaupt nicht möglich gewesen hier. An alle Spender, an alle, die uns Facebook-Nachrichten schreiben und Mails schreiben. Vielen, vielen Dank. Wir denken an euch. Und wir sind super stolz, dass wir hier sein dürfen und für Deutschland segeln dürfen. Super, Max. Alles Gute. Klar. Tschüss.